ich wurde netterweise vom Experimentalstudio des Teatro Colón und vom Goethe-Institut Buenos Aires eingeladen, um Musik zu spielen, die von elektronischer Tanzmusik inspiriert ist. Soy Gregor Schwellenbach, he sido cordialmente invitado por el Centro de Experimentación del Teatro Colón, el Instituto Goethe, para tocar música inspirada en electrónica dance alemana. 2004 war ich in einer Disco. Corrí el año 2004 y estaba en una discoteca. Und folgendes ist passiert, plötzlich war der Rhythmus weg. De repente se interrumpe el ritmo. Und alle dachten so, ist die Anlage kaputt, die Box vielleicht kaputt. Todos pensaron que tal vez había habido algún desperfecto técnico. Aber der Bass war noch da, aber er machte nicht, was er sollte. Todavía se escuchaban los bajos. Der Bass wurde irgendwie, er wurde komisch, er ging immer tiefer. Los bajos empezaron a hacer como un sonido raro, cada vez más bajo, más bajo. Und alle bekamen Panik, weil irgendwann ist es zu tief. Man hört ihn irgendwann gar nicht mehr. Man hat ihn nur noch im Bauch gefühlt, dann hat man gar nichts mehr gefühlt. Der Bass war weg beinahe und dann fing der Bass an zu spucken. Dann kam er langsam wieder zurück und er wurde wieder höher, aber er wurde viel zu hoch. Er wurde viel zu hoch und es wurde immer höher. Demasiado alto. Durch die Decke zu gehen, das war kein Bass mehr. Und dann, ganz aus der Ferne, hört man den alten Rhythmus, aber sehr weit weg. Desde muy lejos empieza a sonar nuevamente el ritmo del principio. Und plötzlich, auf einen Moment, de repente, war alles wieder wie vorher. La pista como antes. Und alle waren so, zum Glück, bárbaro, fiesta. Und in dem Moment dachte ich, in ese momento pensé, das ist doch ganz interessante Musik. Esta música es bastante interesante. Und ich habe mich gefragt, ob man das auf dem Klavier spielen könnte. Y dije, ¿será posible tocarlo al piano? Thank you.
möchte aber nicht den ganzen Abend alleine spielen. La verdad es que no me quiero pasar la noche entera tocando solo. Und ich hatte das große Glück, diese Woche mit einer Gruppe von jungen Musikern arbeiten zu dürfen. Tuve la suerte y la dicha de desde el martes pasado, esta semana, estos cuatro días, poder trabajar con un grupo de jóvenes músicos argentinos y chilenos. Und das nächste Stück ist ein Quartett für Klavier und drei Schlagzeuger. La próxima obra que vamos a escuchar es un cuarteto para piano y tres percusionistas. Thank you.
Thank you.